So, liebe Freunde, da sind wir wieder bei Watch Dogs. Wir legen direkt eigentlich weiter los mit der Kampagne. Ihr seht schon hier, Omas Bulldogge. Will auch gar nicht lange schnacken. Schauen wir rein. Ich bin nämlich etwas verwirrt, weil eigentlich sollte ich irgendwas besorgen. Jetzt bin ich rausgegangen. Und soll direkt wieder rein. Jetzt geht die Kampagne weiter. Etwas eigenartig. Ja. Wir gucken mal, ob das jetzt alles doch so richtig ist, wie ich mir das hier gerade vorstelle. Ja, ist es. Bist du fertig? Du hast, was du brauchst. Soweit schon, ja. Okay, hör mal, ich verstehe, wenn du Angst hast. Ich habe keine Angst. Keiner bat mich zu bleiben. Gut, aber niemand bat dich zu gehen. Da musst du dir mehr Mühe geben. Ich könnte Hilfe brauchen. Ich brauche deine Hilfe. Wie ein Team? Klar, wie ein Team. Jetzt knutschen gleich, was? Du arbeitest nicht gern im Team. Intim, nein, aber. Tue ich nicht. Intim. War das so schwer? Die steht aber auch nicht, oder? Nein. Was meint ihr? Da geht's doch gleich ab. Dann mal los. Wir sind immer nur einen Schritt davon entfernt, sich gegenseitig flachzulegen. Also los, dann mal rein. Vielleicht erleben wir es ja noch. Okay, ich bin irgendwas geladen. Sicher, dass die IP da ist? Sie ist da, in den oberen Etagen. Wie kommen wir dahin? Wir nutzen die Kameras. Wo ist er? Komm schon, Mann. Ich muss ihn sehen. Hast du mich beim ersten Mal nicht verstanden, oder was? Sieh dir das an. Sie haben den ganzen Ort verkabelt. Das sind keine einfachen Gangmitglieder. Lege ich jetzt nach da unten was? Oh Mann. Meine Güte. Besser an die Zähne bewaffnet. Das ist eine Festung. Wird nicht leicht da reinzukommen. Tja, das mag sein. Was hast du? Ja. Da ist der Zack, oder? Sind die 1% der Kinder, die nie mit der Straße zu tun hatten? Ob sie programmieren können? Klar. Ihre Arbeit gesehen, so liegt. Aber steckt nichts weiter dahinter. Wenn die Bullen kommen, sind sie erledigt. Ich dagegen kann beißen. Ich bin nicht nur. Die Bullen setzen keinen Fuß in meinen Garten. Und ich muss mich nicht hinter einer Maske verstecken. Der Zack ist Kinderkram. Na super. Ich bin die Zukunft. Das hast du schon mal gemacht. Ich gebe nichts zu. Was man nicht alles aus der Ferne machen kann, ne? Arschloch. Was machst du denn mit dem Fahrstuhl? Hörst du mich?
erwartet? Machst du den Fahrstuhl kaputt oder was? Du weißt genau, wovon ich rede. Verdammt, du bist doch der Einzige hier. Also hör endlich auf mit diesem Scheiß. Verdammt! Hast du mich verstanden jetzt? Du Ficker. Hier ist irgendwas, was ich checken muss. Ja. Oh Gott. Wo sind diese Schlüssel? Okay. Sieht so gut aus. Sieht so gut aus. Ich werde schon mal vorne liegen. Siehst du das da? Steck den Skimmer da rein. Er spioniert die Karten aus und schickt uns alles über WLAN. Verstehe, du, dass es nicht schwer ist, den Scheiß zu modifizieren. Wir müssen die Maschinen für die neuen Chipkarten updaten. Mach dir keine Sorgen, wir machen das schon. Wir sind immer schneller als jedes Gesetz. Wie Iraq sagt, immer anpassen. Das ist der Schlüssel. Wird nochmal gehackt. Warte, was steht da jetzt? Wir verstehen, oder zurück bitte. Zu spät gelesen. Das ist halt hin und her hier. Also muss ich mich diesmal anscheinend nicht wirklich viel bewegen. Audio Lock. Das war jetzt Audiodatei 4. Es fehlt da wahrscheinlich noch was. Von E-Logs umlegen. Na egal. Jetzt erstmal auf den nächsten Part. Da muss ich wieder zu der Kamera. Oder hoch. Ja. So. Mal langsam ankommen, oder? Hey Mann, das ist alles nur ein Missverständnis, okay? Bei Rekord! Oh Mann, du musst... Ach komm, das ist so... Hör mir doch zu, okay? Da fehlt jetzt was. So. Jetzt kriegt der aber keine Energie. Jetzt aber. Ja. Oh Mann, ey. Audio Lock. Das CTOS ist das Beste, was Blum für Chicagos Unternehmertum kommt. Hier lebten wirklich Menschen? Und sie starben auch. So. Was geht denn hier? Wie die Konkurrenz vorbei.
Na Leute, mal einen Blick riskieren. Da war ich jetzt gerade drin. Ja, wir müssen uns sehen, was denn? Die Kamera. Wo ist Richter? Da. Die IP-Adresse kommt aus diesem Raum. Da ist ein Kartenleser dran. Scheiße. Der Schlüssel ist in seiner Marke. Hör zu, dir hat keiner was geklaut, Junge. Hol deinen Boss ans Telefon. Das wird einen Moment dauern. Dann nimm dir den Moment. Badbug, schwing deinen Arsch hier rein. Mann, ich sagte doch, du sollst das wieder zurückbringen. Nur, dass du... Der Scheiß bringt's nicht. Weißt du noch Grandmas Bulldogge? Die hässliche kleine Töle? Fathead! Hey, der kam immer angerannt, wenn man ihn gerufen hat. Aber er hat auch immer überall hingepisst. Ja, ja. Verstehst du mich? Yep. Nein, tust du nicht. Hör zu. Du verdirbst mir das Geschäft. Und was glaubst du, was wichtiger ist? Zwischen dir und dem Business. Mr. Quinn ist jetzt dran. Business. Quinn. Ich überließe Ihnen meine Waren und die Security. Und zum Dank stellen Sie meine Gästeliste. Ich lasse mich nicht ausboten. Jo, chill. So ging das nicht ab. Ich glaube, Sie missverstehen. Wir haben eine geschäftliche Kooperation. Ihre Gäste sind meine Gäste. Hören Sie, wir besprechen das alles bei der Auktion, okay? Seien Sie kein Iltis, Mr. Irak. Wo ich herkomme, haben wir die Viecher abgeknallt. Verdammter Hampel, man kann mir mal die Eier krauen. Was verfickt ist ein Iltis? Das ist ein Wiesel. Oh oh. Wiesel. Oh oh. Sonst noch was? So. Ich weiß nicht, wie du in die Anlage kommen willst. Erst recht nicht zu diesem Raum. Selbst die Sicherheitsschlösser an den Türen sind verschlüsselt. Dieser Fettsack, Badbug, der wird für mich da reingehen. Einfach so. Und warum sollte er das tun? Ich wette, ihn trennt nur ein Fehler von einer Kugel im Kopf. Und wenn er den Fehler macht, werde ich es aufnehmen. Geht nichts über Erpressung, um jemanden umzudrehen. Böser Aiden.
können wir denn hier alles Schönes hacken? Okay. Eigenartig. Es wird immer komplizierter. Solange sich Damien auf die Festplatte konzentriert, kann ich Nicky finden. Er wird Fehler machen. Ich kenne ihn. Ich muss Geduld haben. Und als erstes brauche ich Bedbug. Telefon. Ich habe die Nachrichten gelesen. Da stand was über eine Verfolgung am Parker Square. Sah mir ganz nach Aiden Pierce aus. Bist du bei Nicky? Natürlich. Wir haben es zusammen gelesen und ich habe ihr deine ganzen Moves verraten. Sie war ziemlich aufgeregt. Sie kennt dich wohl nicht so wie ich. Lass mich mit dir reden. Na. Die IP-Adresse. Ja. Da ist etwas in Rossi Fremont. Eine Art kleiner Server, versteckt hinter einer verschlossenen Tür. Und eine Armee Gangster. Jetzt weißt du, warum ich deine Hilfe brauche. Hast du einen Eingang gefunden? Ich arbeite dran. Lass mich mit Nicky reden. Na, war das denn so schlimm? Aiden. Hey. Es wird langsam. Es ist bald vorbei. Was läuft denn hier? Der Kerl redet, als wärt ihr zwei Freunde. Wir sind keine Freunde. Nicht mehr. Nicky, glaub ihm. Sein Gefasel nicht. Besorgt, dass er deine Geheimnisse verrät? Ich habe keine Geheimnisse. Ernsthaft, Aiden? Erwartest du, dass ich das glaube? Ich bin deine Schwester. Sollte meine Schwester es mir nicht etwas leichter machen? Bitte? Ach so, weil dein Freund mich festhält, soll ich es dir etwas leichter machen? Also, es klingt schlimmer, wenn du es so sagst. Oh, hab ich dir wehgetan? Ich vergesse immer, wie sensibel du bist. Na, am Wasser. Du kennst mich. Der Spaß ist vorbei. Ich hoffe, du hast einen guten Plan. Nicky übrigens auch. Okay, also geht's wieder unterwegs. Wo ist denn der scheiß Ort? Blöd. Bin ich schon wieder so weit oben, oder? Warte, da, hier unten. Ich geh da einfach nach links. Na herrlich, weil ich die Brücke letztes Mal wegfick. Ach so, eine Scheiße. Ja. Das Auto ist natürlich hin. Steht hier noch was rum? Fahren benutzen kann. Ich will jetzt kein Verbrecherkonvoi aufhalten. Ne, steht nichts. Na, dann muss ich bis darüber laufen. So eine Scheiße. Und ich dachte, es würde mir nützen, wenn ich diese Kackbrücke querstelle. Wo kann man sich irren? Die Scheiße. Aber hier stehen jetzt hier nochmal Fahrzeuge oben, bin ich. Vielleicht gehen wir am besten einfach nochmal bei unserem Kumpel ein bisschen was einkaufen. Einfach mal gucken, wie war er in dem Shop ja noch nicht. Wenn er uns das so angeboten hat. Beeindruckend. Wie sieht's so aus? Alles klar? Es ist dir doch keiner gefolgt, oder?
süß. Fokus Boost. Was man hier alles schön. Der hat eine tolle Sache. Kann ich davon nicht noch mehr kaufen? Achso, so. Dann haben wir ja wieder alles aufgefüllt. Wirst schon sehen, das Teil ist gut. Das Teil? Ich habe gerade deinen ganzen Laden ausgeräumt, Mann. Naja, nicht ausgeräumt, aber. Ihr wisst schon. Und wo sind jetzt die Autos hin, die hier sonst immer rumstehen? Jetzt ist natürlich keins da. Das ist ja jetzt nicht euer Ernst, oder? Nee, komm, wandern wir mal hoch. Ach, kacke. Was? Du weißt, wie das Spiel läuft. Ich kann mit jedem reden. Das ist mein Ding. Ich möchte das interessante Objekt jetzt nicht sehen. Ist auch bloß wieder so ein kleiner Beutel mit Geld drin. Siehst du, dass ich deine Karre will oder nicht? Fahre nicht an mir vorbei. Und tschüss. So weit haben wir es ja nicht. So, nachdem wir jetzt schon einige Let's Plays Watch Dogs zusammen gemeistert haben, und ich euch auch schon einiges auch aus dem Multiplayer und dem Minispielkram gezeigt habe, frage ich mich doch, wie findet ihr Watch Dogs? Dachte, ist ein Ding, das hole ich mir vielleicht oder habt ihr es bereits? Alles so Sachen, die mich interessieren, lasst mir doch einfach mal in den Comments. Gegebenenfalls könnte man ja sogar mal eine Online-Session zusammen starten. Deswegen einfach mal in die Comments schreiben, falls es euch gefällt. Falls nicht, natürlich auch. Ab in die Comments, was gefällt euch nicht an dem Spiel, was hätte Ubisoft besser machen können. Und natürlich, was kann ich besser machen, um euch das alles hier noch wesentlich interessanter zu gestalten. Lasst es mich wissen. Interessiert ihr euch für andere Games? Was auch immer, lasst es mit Panzer zu tun haben. Zum Beispiel World of Tanks etc. Kann ich euch nur den Kanal von dem Oberst Leo, guten privaten Kumpel von mir, empfehlen. Hat mittlerweile auch schon eine verdient hohe Anzahl an Abonnenten und haut echt eine super Quali und super viele Videos raus. Nicht bloß zu World of Tanks, sondern auch War Thunder, wie ich jetzt mitbekommen habe. Und ab und zu auch kleinere Sachen einfach zum Antesten wie Warplanes. Schaut doch einfach da mal rein. Vielleicht ist es ja auch was für euch. So, wir gehen jetzt erstmal weiter zur Kampagne rüber. Da vorne ist es nämlich schon soweit. Gibt's ein Problem? Okay, macht nichts. Oh. Ich wusste es. Okay, wir haben wieder einen Fixer. Ich muss ihn schnell finden. Ja, ach. Nein. Ja, so ein ziemlich großes Einzugsgebiet.
Da haben wir ihn. Tja, mein Freund. So einfach nicht. Dich kriege ich doch wohl noch, oder? Boah, die Karre ist so schwer zu beherrschen. So. Ja, grundsätzlich ist natürlich erstmal jeder mein Feind, der hier mein scheiß Spiel eindringt, während ich euch eine Kampagne zeigen will. Also wird diesem Motherfucker erstmal schön in die Eier getreten. Konter? Nee, ich hab Bock jetzt zu kontern. So, ich pack den mal hier. So. Gucken wir mal, weil wir eben eindringen können. Ach, da hinten schon. Der kein Saft mehr ab, jetzt hat der Saft, aber der nicht. So. Ich will nicht das ändern. Oh Gott. Das hasse. Geht doch. Meine Fresse. Nervig. Du hast gesagt, du fährst mich zum Flohmarkt. Also was hast du denn schon zu tun, was so wichtig wäre? Arbeit, Grammar, Arbeit. Du hast einen Job? Warum sagst du so das nicht? So ist es nicht, Grammar. Ach, verstehe. Ist kein Job für Tyrone. Ist ein Job für Madbook. Ach bitte, Grandma. Madbook bedeutet noch nicht mal was. Doch, tut es. Das heißt, ich bin Player. Ein was? Ein Bedbug kommt bei jeder Frau ins Bett. Das ist widerlich. Ach, so hab ich dich aber nicht erzogen. Ja,
auf dem Weg. Ich muss jetzt los, Grandma. Hab dich lieb. Ja, ich hab dich auch lieb. Obwohl du so ein Idiot bist. Oh Mann. Mal sehen, ob du Dreck am Stecken hast. Geht alles gut. Wirst du es nicht kommen sehen. Cool, yeah, be Rock'n'Roll. Warum hat der Rock das? Willst du ein Dorf kontrollieren? Dann komm als Freund. Sag ihnen, alle außerhalb ihrer Mauer sind Gestörte, die ihnen alles abnehmen wollen. Augen und Ohren in jedem Haus. Du weißt, was sie kaufen oder verkaufen. Du kontrollierst es. Wenn dir jemand krumm kommt, verraten ihn die anderen. Also legst du ein gutes Wort für mich ein? Weiß nicht, Mann. Warum denn? Ich will was zu sagen haben. Komm schon. Ich hab deinen Arsch überall hingefahren. Und immer pünktlich, Bee. Hab dich nie hängen lassen. Nicht einmal, Mann. Stimmt. Aber darum will ich, dass du bleibst, wo du bist. Jetzt hör mal. Ehrlich. Wenn du aufsteigen willst, ich soll eigentlich nichts sagen, aber Eric hat Truppen zum Parker Square bewegt. Ich rede mit ihm. Vielleicht nimmt er dich rein. Scheiße, Bee, nicht so laut. Fuck, Mann, er war nicht drin. Sieht aus, als ob Eric hier alles dicht macht. Was sind wir? Babysitter? Soldaten, Bruder. Weißt du noch, als Fly und seine Jungs verschwunden sind? Sie sind zu weit gegangen. Und Eric hat sie selbst erledigt. Ich weiß das, weil ich beim Vergraben geholfen habe. Sag das doch nicht so laut wie. Du weißt, der größere Schiss, dass der Mist auf ihn zurückfällt. Ich sag, was ich will. Was? Bist du etwa auch so ein Schisser? Nur wenn ich mit dir zu tun habe, Mann. Da. Damit kann ich ihn erpressen. Wenn Eric davon Wind bekommt, dann wird Bedburg auf einer Müllkippe. Steckt er das Auto? Ich sehe so. Ihr wollt's. Das gehört gut. Jetzt sind wir die Bullen. Du hast das Recht, mir eine zu blasen. Mann, du bist der. Du hast das Recht, die scheiß Klappe zu halten, Digga. Hör auf zu fluchen, Mann. Denk ans Gesetz. Oh, die Minimap so ein bisschen im Auge behalten. Hat noch nie gevögelt. Und vor seiner Mama abgeknallt. Hast du die Karten? Klar, B. Den Nummern auch? Ja, sind drin. Und Irex Anteil? Mach dir keine Sorgen um den. Sorg dich um mich. Mongo-Lippen auf dem Bild. Alter. Gott. So, jetzt haut er wieder ohne mich ab. Wer weiß doch, dass ich mich schatten muss, oder nicht? Ja, ich kann die Frage nicht mehr brauchen. Den Typ muss ich da mal gerade umschauen, genau.
hättest du andere Hose angehabt, wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Was geht? Ich hab was Interessantes für dich. Vertrau mir. Erzähl mal. Nicht hier, B. Treffen wir uns. Hast du Cash dabei? Immer. Warum? Na, das wird dich was kosten. Das ist es wert. Ehrlich. Das werden wir ja sehen. Sind die Breaks? Okay, bring mich erstmal hier raus, dann sag ich's dir. Okay, pass gut auf. Das klappt nicht. Vorwärts. Geht klar. Oh Gott, den soll ich jetzt die ganze ich Zeit führen. Nicht sterben, Mann. Das könnte was werden, ey. Bewegung. Okay. Okay. Oh. Das nimmt los, kein los. Gutes Ende. Bewegung. Verstanden. Okay, los. Steht der Typ. Ich will nicht sterben, Mann. Rücken zu uns gedreht. Das ist doch scheiße, Mann. Spätestens wenn ich jetzt drücke. Los, los. Okay. Kopf runter. Verdammte Hinrichtung. Und
wird seine härtesten Jungs darauf ansetzen, das sage ich dir. Irek will Bedbug töten lassen? Ja, Mann. Wenn er sich nicht durchsetzt, ist er erledigt. Aber du kennst Bug, Mann. Komm schon, Mann. Er hat nicht die leiseste Chance. Ich wollte den Dummhaus nur warnen. Wo findet das statt? Jenna Brick Factory. The Bricks. Und jetzt machst du, was du gesagt hast. Nimm die 500 und verlass die Stadt. Rede nicht drüber. Hey, kein Ding. Versprochen. Gut. Dann kommen wir aber raus hier. Nicht gut. Wenn er getötet wird, dann kriege ich meinen Zugang zu Rossi Freeman. Ich musste die Karre haben. Felgen. Nicht schlecht. Raus hier. Dieses Fußvolk bedeutet Irek nicht viel. Aber eine Gang kann sich keine Schwachstellen leisten. Das habe ich schon oft gesehen. Wenn die nicht liefern, dann werden sie kalt gemacht. Aber wenn Bedbug überlebt, zeigt, dass er es drauf hat, wahrt Irek nicht nur sein Gesicht, er wird ihn umarmen, mit ihm angeben.